Heute spielen wir den Solo Cash Cup zusammen mit Niklas und Trios. Aber das Ganze nicht normal, sondern mit Memes. Jeder von uns spielt 2 Runden und hat für jede Runde ein eigenes Meme, was man machen muss. Wer am Ende mit seinem Meme die meisten Punkte gesammelt hat, hat das Format gewonnen. 80% von euch haben den Kanal immer noch nicht abonniert, deswegen drückt jetzt sehr gerne auf Abonnieren. Und damit würde ich sagen, viel Spaß mit dem Video. So Freunde, Runde Nummer 1. Meine erste Meme-Challenge ist die Bot-Verkleiden-Challenge. Das heißt, ich werde jetzt am Anfang einen Bot wegknallen und mich dann in diesen Bot verwandeln. Und dann sozusagen die Gegner damit austricksen, dass ich der Bot bin. Das Ganze könnte interessant werden. Ich weiß nicht, ob ich es hinbekomme, aber ich glaube, ich habe auf jeden Fall gute Chancen dabei und ich bin auch mal gespannt, was Trios und Niklas als erste Challenge haben und was die da so machen werden. Wir sind jetzt in der Runde drin, Freunde, und wir haben direkt den passenden Skin angezogen. Und zwar haben wir jetzt hier den Batman-Skin am Start. Und wir werden in dieser Runde heute tatsächlich nicht alleine sein. Ich weiß, wir sind im Solo-Cash-Cup. Manche fragen sich jetzt so, wie willst du das machen, Scholz? Wie willst du im Solo-Cash-Cup zu zweit sein? Und nein, ich habe jetzt keine Stream-Sniper oder so am Start. Und nein, ich werde auch keinen Bot rekrutieren. Aber ich werde auf jeden Fall jemand an meine Seite haben diese Runde. Und vertraut mir, wir werden ein Gott-Duo sein. Aber was das genau ist, das erzähle ich jetzt erst gleich. Denn erstmal muss ich mich schon hochlooten. Meine erste Challenge ist, dass ich mit diesem blauen Skin nur im Wasser sein darf. Heißt also, ich muss irgendwo dann, wo nur Wasser ist. Das smarteste wäre mit Map. Heißt, wir gehen am besten zu Chipwreck und landen einfach hier, würde ich sagen. So, wir brauchen jetzt hier instant mal eine Waffe, weil ich muss kurz mal hier early überleben. Hier sind auch schon einige Bots, das ist sehr gut. Werden wir auf jeden Fall gleich einen wegknallen. Aber jetzt brauche ich mal ganz kurz hier eine blaue, ist doch schon mal sehr, sehr gut. Ist hier Steps, ist nicht gut. Vorne kommt Gegner. Oh, minus 50 schon mal. Sehr gut. Ich hab uns kurz einen Bigger und dann pushen wir den einfach. Kann erst einen Freekill nehmen. Aber wo ist er? Läuft er weg? Okay, der ist oben. Warte mal, dann machen wir einfach so. Wir töten den Bot. In die Shotgun mit. So. Und jetzt verwandle mich einfach in den Bot rein. So. Und jetzt drücken wir kurz hier einmal eine Taste bei mir. Und jetzt gehe ich wie ein Bot. Und jetzt bin ich auch einmal der Bot. Und jetzt probieren wir, ob wir damit ein paar Gegner austricksen können. Ach du Heiliger. Was ist das für ein Rummel-Loot hier? Okay. Ich muss jetzt ins Wasser. Ich darf nur am Wasser sein. Okay. Ich habe immerhin schon mal eine Pumpgun. Das ist schon mal ganz gut. Ja. Und jetzt brauche ich ja auch irgendwie. Okay. Ich kann aber hier überall am Rand eigentlich farmen. Das ist ganz gut. Ich darf jetzt nur im Wasser bleiben. Und wenn ich das Wasser verlasse, muss ich halt bauen. Jetzt zum Beispiel muss ich hier so rausbauen. Und ich darf nur mich dann so bewegen. Auf meinem Bild. Sie ist natürlich trotzdem dieses Battle hier gegen den ganzen. Gegen die Jungs zu gewinnen, gegen Niklas und gegen Magicin. Dementsprechend muss ich auch auf jeden Fall ein paar Punkte machen. Sollte ich aber auch, denke ich, mal schaffen. Der Loot ist wirklich schon gut. Und jetzt, Freunde, kommen wir langsam zu meinem Duo. Ich muss erstmal natürlich mein Duo finden. Hier, was ist jetzt vielleicht nur ein Duo am Start? Mein Duo? Nee. Schaut noch nicht so gut aus. Ich guck mal. Ich bin sehr wählerisch, Freunde. Ich bin sehr wählerisch. Ich achte sehr doll auf den Charakter. Nein, das kann nicht sein. Das kann nicht sein. Das war der erste Gegner. Jetzt muss ich halt einen neuen Bot töten. Warte mal ganz kurz. Bevor es jetzt aber weitergeht, kommen wir zum Sponsor des heutigen Videos und zwar Idealo. Wenn ihr euch hin und wieder etwas kaufen wollt, aber auf der anderen Seite Geld sparen wollt, dann ist Idealo als Preisvergleichs-App perfekt für euch. Mit dem ersten Link in der Videobeschreibung oder dem eingeblendeten QR-Code könnt ihr euch die App komplett kostenlos jetzt runterladen. Und hier könnt ihr ganz einfach Schnäppchen finden, Preise vergleichen und in bis zu 50.000 Shops einfach Geld sparen. Wenn ihr zum Beispiel jetzt eine neue Maus braucht, weil eure alte kaputt ist oder nicht mehr richtig funktioniert, dann können wir jetzt ganz einfach in der Suchleiste oben meine Maus, die Logitech G Pro Superlight 2 suchen. Und wenn wir es jetzt gefunden haben, sehen wir schon hier unten die kompletten Shops, die miteinander verglichen werden und uns gezeigt wird, wo der billigste Preis ist. Und das Verrückte daran ist einfach, dass der teuerste Preis 199 Euro gewesen wären. Aber durch Idealo kann ich mir jetzt dieselbe Maus für 128 Euro kaufen und spare mir deswegen einfach mehr als 70 Euro. Außerdem bekommt ihr bei der App richtig geile Features, wie zum Beispiel den Preisverlauf. Hier können wir einfach checken, wie viel das Produkt zu welchem Zeitpunkt gekostet hat. Außerdem könnt ihr euch einen Preiswerk erstellen. Das bedeutet, ihr werdet automatisch benachrichtigt, sobald euer Produkt euren Wunschpreis erreicht hat. Also, falls ihr jetzt sehr gerne Geld sparen möchtet, dann checkt auf jeden Fall den ersten Link in der Videobeschreibung ab und ladet euch jetzt die Idealo-App kostenlos runter. Und damit würde ich sagen, zurück ins Video. Das kann nicht sein, dass es das... Also, Bruder, was war das denn? Ich brauche einen neuen Bot. Also, das beim ersten Gegner funktioniert jetzt nicht gedacht, wenn ich ganz ehrlich bin. Das, mit dem habe ich nicht gerechnet. Maybe können wir da oben so looten gehen. Hier oben ist ja Jungs. Ach du Heilige. Schnell weg hier. Schwimmen. Okay, ist noch ein Kaktus. Okay, jetzt hier drauf. Ist der flippen? Ist der nochmal flippen? Boom. Draufhauen. Na, okay, das hält nicht. Ich bin runtergefallen. Okay, wo kriege ich jetzt Metal her? Okay, warte mal. Ich habe eine Idee. Ich habe gerade schon ein paar Biggies gefunden gehabt. Oh mein Gott, noch eine Cola. Das bringt mich auf eine sehr gute Idee. Oh, hier ist ein Gegner. Oh nein. Komm her, Bro. Schieb dich weg erstmal. Erstmal weg hier. Oh mein Gott, ich muss erstmal ganz kurz fighten, Freunde. Komm schon, wir holen uns den. Wir holen uns die Sau. Ja, wir haben uns die Sau geholt. Alter, er hat mich aber fast doch geholt, ne? Vorne kommen Gegner, das ist nicht gut. Das ist der mythische Bot, ne? Den will ich... Oh nein. Da kommen andere Gegner noch. Oh. Wir machen mal ganz kurz einen taktischen Zurückläufer. Nein. Bin tot.
So, Freunde, nächste Runde. Dass ich gerade gestorben bin, das ist gar nicht passiert. Okay, ich bilde euch das ein. Das war ein Bug. Ich bin nie gestorben. Ich bin immer noch hier. So, ich würde sagen, wir knallen das erste Mal den hier wieder weg. Zack. Wir sind wieder zurück in unserem Bot. In unserer Bot-Mission. Ich fight ihn oben. Okay, der fightet den mythischen Bot. Und dann, der Bot ist gestorben auf mich. Hallo, ich bin dein Bruder. Och nein, ich bin noch dein Bruder. Warum schießt du auf mich? Junge, die Challenge ist eigentlich voll chillig bis jetzt. Oh mein Gott, das ist perfekt. Ich kann den Metal Farm einfach. Hier ist ein Super Chest. Irgendwo. Hier oben. Oh mein Gott. Bitte gib was Gutes. Ich hab echt keinen guten Loot. Ich brauche Crashpads. Die Runde kann was werden. Schau mich, ob noch Flo und Tyrus leben. Wir tun das so, als wäre jetzt jemand gestorben. Wir packen ein bisschen Loot holen. Das ist sehr, sehr gut. Machen das so. Und jetzt, Freunde, jetzt kommen wir zum Masterplan und zu unserem Duo. Unser Duo, Freunde, ist die Kanone. Pass auf. Sobald wir vorne in der Kanone drin sind, Freunde, kann man uns nicht mehr sehen, da wir einen schwarzen Kopf haben, wie in dem Batman-Skin. Dementsprechend können wir uns in der Kanone verstecken und wir werden die Kanone jetzt so hin positionieren, dass sie hier wirklich gut stehen könnte normalerweise. Und jetzt, Freunde, da ist ein Biggie. Ich werde mich jetzt vorne reinsetzen. Oh, da ist gerade jemand geflogen. Und irgendjemand wird in dieser Runde sich sicherlich noch den Biggie snacken wollen. Und spätestens dann, wenn man den Biggie haben möchte, ey, zapp, zapp, ab, dann mache ich die rüber von dem. Bis jetzt, warte, ich habe kompletten Gott-Loot. Ich kann das easy so rocken. Ich muss nur immer zu irgendwelchen Spots, wo ich refarmen kann. So, und ich würde sagen, kann ich mich hier unten drunter campen? Ich würde sagen, wir campen uns einfach hier so unten drunter. Wir bewegen uns einfach gar nicht. Ich gehe ganz kurz hier hoch. Auf die Bohrstation hier. Und jetzt tue ich einfach ein bisschen looten hier. Und ich verkleide mir, also ich bin aber der Bot. Ich habe aber das Bot-Movement. Aber doch echt wirklich Quatsch-Loot. Also wenn ich mir meine Inventar anschaue, dann da gibt es auf jeden Fall bessere Sachen, die man mitnehmen könnte. Ich weiß halt auch gar nicht, ob jetzt hier noch Gegner sind. Alles schießt keiner mehr. Ja, es sieht gar nicht gut hier aus. Ich sehe auch keine Steps mehr. Ich glaube, hier ist keiner mehr. Okay, das macht aber gar nichts, weil wir können einfach zum nächsten Spot weiterlaufen. Das ist in Ordnung. Ich loote mir kurz ein paar Sachen zusammen und wir gehen dann zum nächsten Spot weiter. Warte mal. Hier kommt direkt ein Gegner. Oh mein Gott. Ich dreh mich. Also er hat mich auf jeden Fall erstmal nicht gescheckt. Das ist schon mal was Positives. Hier kommt noch einer. Ich muss mich nach rechts drehen. Er checkt's auch nicht. Das ist ein Biggie. Warum wir denn keinen Biggie haben? Was machen die? Ja, die fighten jetzt einfach. Ach du Heiliger. Der Bootle-Coin muss ganz dringend hier weg. Das Geile ist, ich habe so noch eine Zone mit Wasser. Dieses ganze Ding hier ist ja mit Wasser. Oh, ne, warte. Wir machen es anders. Ich gehe hier in eine Cone. Oha, das geht sogar. Ey, warte, ich ertrinke, oder? Ach du Heiliger, über mir ist sogar noch wer. Und ich bin hier irgendwo im Wasser am Tauchen. Zone, ich habe so echte Wasserzone, das ist halt echt lucky. Okay, so, nächster Außenposten, wir machen wieder unseren Job weiter. Wir sind ein sehr guter Bot, wir machen unsere Botarbeit richtig gut. Da vorne kommt Gegner, da vorne kommt Travis. Travis! Ich geh zurück. Sag mal stehen bleiben. Guck dir Travis an da vorne. Mann, der kommt aber nicht zu mir her. Ich muss aufpassen, ich verwandle mich gleich wieder. So, Zone ist weiter weg, das heißt, wir rotieren weiter in die nächste Zone rein und suchen uns dann den nächsten Spot. Das funktioniert aber gut bisher. Aber ich will noch einen Kill damit machen, so wie letzte Runde. Die Frage ist, wo kann man sich jetzt mit dem Bot, also wo fällt es nicht auf? Ich weiß gar nicht, wie viel Damage die Kanone machen wird. Aber vertraut, das wird gut klappen, Freunde. Das wird wirklich gut klappen. Okay, was soll ich hinlegen? Dann droppe ich doch was hin von mir. Eine Coca-Cola, die muss man offen und ehrlich auch sehen. Dann lege ich die mal. Aber die Coca-Cola lege ich mal so richtig. Obviously einfach hin. Ich muss schießen. Ich schieße. Klappt. Scheiße, ich muss weg erstmal. Ich muss mal ganz kurz wieder machen, warte mal. Ich glaube, ich setze mich sogar hier einfach drunter, oder? Wenn mich hier wer sieht, bin ich tot, oder? Kann das sein? Ja, wenn mich hier wer sieht, bin ich absolut dead. Kann ich hier bauen? Okay, ich kann mich wenigstens noch retten. Ich bin einfach unsichtbar. Okay. Mount Olympus Wasser. Ich gehe hier in das Wasser rein. Die Frage ist, wie kommen wir jetzt dahin? Ich muss da jetzt halt hinbauen. Oh mein Gott. Warte mal. Kann ich mit dem mitlaufen, ohne dass sie getriggert werden? Bitte. Könnt ihr mich adoptieren? Freunde, bitte nehmt mich mit. Bitte, ich will eure Gang mit angehören. Warte, funktioniert das? Nein, das ist gut. Das ist richtig gut. Oh mein Gott, das ist viel zu gut. Komm, das ist richtig stark. Wir sind ja nicht in Zone hier. Ich kann nicht in der Zone stayen, weil sonst verliere ich meinen Skin. Weil wenn ich einen Zone-Tick kassiere, ist mein Skin weg. Oben kommt jemand. Bitte komm zu mir. Nein, Jungs, ich muss mich von euch trennen. Nein. Nein. Oh mein Gott, das war so unlucky timing. Müssen wir in die Zone weiter. Die Zone pumpt halt die ganze Zeit weg von mir. Das ist gar nicht gut. Hä, aber ich find's voll krass, dass noch keiner gecheckt hat bisher. Ich mach einen ganz ruhigen hier. Im Wasser. Warte, ist das dieses Heilwasser? Nee, ist nicht. Okay, ich bin fein. Ich habe auch fast keine Mats mehr. Eigentlich muss ich riskieren. Komm, hoffen wir mal, dass der eine einfach ein bisschen blind ist. Bitte. Crashpads. Ja, Fizz. Oder eigentlich, na. Ja, doch. Wir machen Fizz. Richtig. Ich kann den Weg wieder zurückbauen. Warte mal. Muss noch einen höher bauen. Ich sehe, wir sind welche. Er hat mich gesniped. Er hat mich gesehen. Okay, wir gönnen sie Coke. Das fasse ich nicht. Die Strat funktioniert nicht so, wie ich es möchte. Wie rotieren wir mit einer freaking Kanonenkarre in die Zone? Auf unauffällig. Ich baue jetzt den Weg hoch und dann gehe ich hier mit Kanonenkarre jetzt hoch. Jungs, hallo. Er hat mich schon gesehen da oben drin, aber ihr checkt es, glaube ich, nicht. Nein. Christian. Ich kann einfach so zuschauen, die checken es nicht. Okay, warte mal, ich muss Zone rein. Ich hab's vergessen, weil ich kann keinen Zone-Ticks kassieren. Der Skin geht dann weg.
Nächster Plan ist, wir gehen Grand Glacier und machen da nochmal die gleiche Taktik, weil da sind noch Bots, das ist realistisch. Das passt. Das Ding ist halt, ich glaube, hier sind andere Bots, aber es macht nichts. Ich bin jetzt einfach einer von denen. So, verkleiden uns wieder. So, ich gehöre jetzt zum Personal. Ich mache ein bisschen die Betten und mache ein bisschen Abwasch. Es hat jemand, ich muss hoch. Da ist ein Dach oben. Okay, jetzt kann ich nicht mehr ins Wasser gehen. Top 15. Ich habe sogar noch guten Matthews Late Game, aber ich habe nur ein Crashpad. Der bitte sucht jemand anders. Ich habe sogar noch Zone bekommen, ne? Wie lucky. Let's go! Ey, das kann wirklich der Pop-Off werden. Wenn wir kommt hier irgendwo wer ran, dann kann ich echt für den Frack gehen. Okay, Top 10. Ich mach das. Yo, Mann, ich hab so noch Backmoving. Es geht sogar meinen ganzen Tarp wieder erstmal zurück. Hier ist ein Gegner. Komm, Junge. Ich hole hier. Ja! Ich hab einen Kill. Und jetzt haben wir wieder gutes Stuff, um gleich unseren Plan weiter durchzuführen. Aber wir müssen erstmal in die Zone, ne? Ich hab noch einen, es sind zwei hier. Jetzt mal, ich laufe jetzt einfach zu jemandem ganz close hin. Nein, 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 da unten ist jemand. Oh mein Gott, ist das krank. Ich muss mal so ein bisschen die Zone reinnotieren, die hier im Eck ist. Ja, mir gefällt das hier drin nicht. Ich muss eigentlich draußen patrouillieren. Hier fühle ich mich schon zu Hause. Ich will aber einen Kill noch die Runde machen, bitte. Ne. Oh mein Gott. Ich habe ihn. Ich habe alles. Top 7. Ich habe eine Only-Wasser-Challenge. Ich kann das so pop-offen jetzt. Ich darf halt nicht den Boden normal berühren. Maybe gehe ich so auf Highground. Ja, komme ich hier auf Hide. Ich muss mich tarnen. Das ist ungünstig, das ist ungünstig. Ist über mir, ist genau über mir. Wir müssen fighten, wir müssen fighten, wir müssen fighten. So, ich muss ab in die Zone. Ich bin nur ein Bot, Jungs. Ich bin nur ein Bot. Oh, ich bin gespannt. Glaubt ihr, checkt der Typ da oben, dass ich ein Bot bin? Ich geh jetzt einfach vorbei an dem. Auf ein Risiko. Jo, oh, rein. Mit einem Medkit. Ist das geil. Komm jetzt ab. Abfahrt in die Zone. Komm, noch ein bisschen Meter machen, Kanonkarre. Du kannst jetzt hier nicht so langsam. Nee, das geht so nicht. Werd schneller. Okay, wir brauchen irgendwie einen Plan B. Mir egal, was der da draußen sagt, das war nicht die beste Meme-Strat. Egal, ab in die nächste Strat, ab in die nächste Strat. Und vertraut mir, nächste Strat, die wird besser funktionieren. Ne, ich kann's wirklich gewinnen. Komm, Niklas! Ich hab noch nicht den Boden berührt. Ein bisschen Pressure. Ich treff nichts. Ja, One-Spiel? Bitte, bitte. Ich krieg halt keinen Kill mehr irgendwie. Nochmal Backmoving! Oh mein Gott. Oh, 1-1. Oh, er hat Falldamage bekommen. Ich hab mit runter. Nein. Oh mein Gott. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Ich hab nur 6 Builds, ich darf nicht den Boden berühren. Null. Ja, oh mein Gott, Digga. Mit der Only Wasser Challenge gewonnen. Ab in die Zone rein. Ich sag um die Brücke, das ist realistisch, glaube ich. Jetzt warten wir ganz kurz, dass ich wieder mich neu vertane, genau. Und jetzt gehe ich komplett auf Risiko. Und jetzt gehe ich zu dem Typen, der über mir eingebaut ist. Ich gehe jetzt einfach an seine Wand ran. Nein. Okay, es war zu offensichtlich. Nein! Nein! Ich wollte ein bisschen auf Risiko gehen, egal, war trotzdem fein. Rein ins nächste. So, mein nächstes Meme ist dieses Glibber-Meme. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber ich werde mich jetzt gleich, sobald ich den Spot geklärt habe, dort in so einen Wasserfall reinsetzen. Und dann sieht man anhand von meinem Skin mich da drin einfach nicht. Vielleicht kann ich da jemanden abcampen. Muss aber dafür erstmal ganz kurz den Typen hier beseitigen. Wollte ich aber schaffen. Hoffentlich. Ich bin jetzt mit Bushcamp Dad dran. Heißt also, ich darf nur in so Bäume gehen, in Büsche gehen und muss mich irgendwie halt durchcampen. Problem ist, ich bin in der Top 200 Lobby hier, weil ich gerade die letzte Runde gewonnen habe. Heißt, das Ganze wird jetzt nochmal ein bisschen schwerer. Ich habe keine Ahnung, wo ich hier landen kann, ne? Also ich muss wahrscheinlich improvisieren. Krone kommt natürlich schon mal direkt weg, weil sonst spoilert die irgendwie meinen Spot oder so. So, Freunde, nächste Runde. Ich hoffe, diesmal haben wir ein bisschen besseres Glück. Ich sage euch ganz ehrlich, wenn ihr mich gerade schon verrückt gehalten habt mit der Strat, die ich gerade probiert habe, dann werdet ihr mich jetzt noch verrückter halten. Ihr seht schon, ich habe Charles die Banane an. Und ja, Freunde, es hat wieder was mit dem Skin zu tun. Bin ich Con? Naja, oder? Okay, gut, 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 gut. Ich glaube, hier landet niemand. Ich höre schon mal viele Kisten, das ist auch schon mal ganz geil. Okay, der Spot scheint gar nicht so schlecht zu sein. Crashpads, sehr gut. Dann nehmen wir uns einfach so quick full. Dann tue ich Minis weg, nehme Crashpads mit und dann passt das. Oh, hier unten waren so noch Barrels. Egal. Okay, geil. Oh. Oh, shit on! Ja, let's go. Spot ist geklärt, jetzt können wir die Mission machen. Okay, jetzt will ich noch kurz ein bisschen besseren Loot und dann machen wir das sofort. Ich glaube, Bushcamp Dad ist so ein Ding ja das Leichteste. Okay, ich muss Mats haben, ich habe sonst gar keine Chance. Da ist auf jeden Fall schon mal erstmal wieder Placements, das ist schon mal gut. Ja, perfekt. Und wieder 2 Punkte mehr. Okay, ich würde sagen, ich darf mich erstmal aber ein bisschen hochlooten, Digga. Ich kann jetzt nicht die ganze Zeit im Busch sitzen. Oh, ist auch jemand, ne? Dann starten wir eine neue Runde, wenn es jetzt nichts wird. Darf ich halt nicht weit anhalten. Wenn ich den bekomme, ne?
Hals, Mund, Nase und die Ohren gehören natürlich auch dazu. Hallo. Danke für den Kill, Alter. Nehme ich mit. Ja. Das nehme ich so. Dankeschön dafür auf jeden Fall. Okay, dann würde ich sagen, brauchen wir gar nicht looten, sondern wir haben einfach ein Spiel nehmen. Das ist sehr, sehr gut. Dann können wir jetzt auch mal schon mal Richtung zu unserer Strat gehen. Wir können natürlich unsere Strat auf mehreren Orten auf der Map verteilt durchführen. Ich glaube, wir bekommen keinen besseren Loot mehr. Obwohl, und die zwei Kisten nehme ich noch mit. Oh, okay, das ist geil. So, und jetzt setzen wir uns hier vorne in den Strahli rein. So, und jetzt muss ich nur noch warten, dass jemand vorbeikommt. Ich frage jetzt, warte mal, ich muss jemanden baiten eigentlich. Okay, warte mal. Ich weiß, was ich mache. Ich mache eine Falle. Ist das zu obvious? Ich weiß es nicht. Ich warte hier. Ich sage euch ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob ich von Punkten her gut dabei bin oder nicht. Ich habe 22. Ich glaube nicht, dass es unfassbar gut ist, aber ich kann mir schon vorstellen, dass ich jetzt nicht so schlecht dabei bin. Oh, da ist jemand. Okay, Freunde. Auf jeden Fall möchte ich erstmal mein Mate rebooten, deswegen gehe ich jetzt zum Reboot-Van. Und das ist auch direkt meine Strat, Freunde. Ich bleib auf meinem Reboot-Van. Wir haben jetzt ein riesengroßes Problem. Meine Waffe ist schwarz. Das ist gar nicht gut. Daran habe ich nicht gedacht. Okay, dann muss ich Nitro in die Hand nehmen. Also wenn das funktioniert, dann fresse ich einen Besen. Da ist jemand. Halt's Maul. Der hat mich nicht gesehen. Ich habe mich gedreht sogar dabei. Der campt da oben. Nein, niemals. Dann ist der erste Busch. Da gehen wir rein. Und bitte werde ich da nicht abgecampt. Bitte nicht. Okay, gut. Eieiei. Okay, mein Loot ist erstmal gut. Damit kann man auf jeden Fall schon mal arbeiten. Ich brauche halt nur Büsche. Das ist halt irgendwie Büsche und Bäume, wo ich mich reinsetzen muss. Okay, jetzt muss ich von Busch zu Busch gehen. Rotiert einfach mal in den Busch da. Bitte ist hier niemand drin, ne? Ich kann auch so easy aus dem Busch abgekämpft werden. Jetzt muss halt nur jemand herkommen. Wir haben aber eine sehr, sehr gute Zone. Also hier könnte jemand kommen, theoretisch. Ist ja so schön, wenn es funktionieren würde. Ist ja so geil. Ich muss noch mehr Loot hinlegen, ne? Ihr habt recht. Okay, warte mal ganz kurz. Wir müssen die Minis stacken. Das ist schon smart von euch. Müssen so machen und so machen. Jetzt legen wir auch noch alles dazu hier. Jetzt sieht's realistisch aus. Komm schon, es muss jemand kommen. Das wäre so geil. Boah, der Typ muss eigentlich sein, ne? Der Typ ist genau so los für die Gegner, die ich brauche. Dass sie mich alle nicht sehen. Junge! Ich bin gespannt, ob es bei Magickin und bei Niklas genauso einfach ist wie bei mir. Warte, muss ich Skin wechseln? Ich glaube, ich muss einen grünen Skin nehmen, oder? Ist ja gar nicht smart. Doch auffälliger geht's ja gar nicht mit dem Busch, oder? Okay, da ist der nächste Busch, der Inson. So, der Nautsom. Junge, was ein kleiner Rambo. Egal, ich grief dich mit. Ich mach den Buschcamp Dead auf eine andere Art und Weise. Ich kämpfe mich einfach in irgendwelche Häuser ran. Oh oh, er hat mich komplett weggegrieft, der Typ. Wie kann ich jemanden hierher locken? Ich kann ein bisschen schießen, ne? Ich lock das jemanden an. Hallo, kommt bitte jemand her. Er liegt gerade das Loot für jemanden. Also früher oder später muss ja eigentlich jemand durchrotieren. Kann gar nicht anders sein. Digga, der Typ macht da irgendwelche Edit Flexes drin. Also ich darf tatsächlich auch weiter rotieren, Chat. Das ist auf jeden Fall erlaubt. Also könnte ich rein theoretisch jetzt auch zu Grimgate oder sowas gehen, aber ich weiß gar nicht, ob Grimgate einen Reboot-Van hat. Doch, weil der ist da relativ offen. Nee, da passe ich gar nicht in meinen blauen Skin rein. Ich will wirklich einfach nur einen Kill haben. Einen Kill will ich diese Runde haben und ich möchte die Runde Top 10 kommen. Das ist mein Ziel, Freunde, okay? Ich hoffe einfach, dass im Endgame noch irgendwo ein Reboot-Van steht, sonst habe ich ein Problem. Immer noch 50 Leute, also es sind eigentlich noch genug Leute am Leben. Ich habe echt einen geilen Spot hier. Und der Loot liegt auch richtig gut. Also die Falle steht. Es würde funktionieren, glaube ich, wenn jemand kommen würde. So, ich mache jetzt Medkit und dann rotiere ich weiter einfach. Keine Ahnung. Ich habe 200 Gold, ich kann mir Sachen kaufen. Hier oben, glaube ich, oder nicht. Komm, ich würde sagen, ich kann halt Bigs kaufen, aber einmal so. Ich sag mal so, langsam wird's spannend, ne? Langsam wird's spannend. Die Zone wird jetzt auch immer kleiner. Gleich kommt die Zone wieder an, dann ist die Zone schon relativ klein. Vielleicht muss ich mir sogar einen neuen Reboot-Fan suchen. Ich habe eine Eliminierung, die zählt aber, würde ich nicht sagen, nicht rein. Oh mein Gott! Hier rotiert einer lang! Hier rotiert einer lang! Das wäre die Chance gewesen und genau dann habe ich getrunken. Nein! Ich sitze hier seit einer Viertelstunde, Digga. Ich trinke einmal was und der Typ rotiert hier lang. Ich fasse es nicht. Also das nimmt mich jetzt psychisch gerade komplett auseinander. Noch einer! Was ist denn jetzt los? Okay, warte, den nächsten habe ich. Ich glaube, hier kommt keiner mehr. Ich glaube, es kommt hier keiner mehr rein rotiert, ne? Oh Mann. Ich habe so viel Pech, das ist krass. Oh, oh, oh. Da baut jemand. Komm. Hol den Loot. Komm. Wo bist du? Er steppt da oben. Ich sehe ihn da oben. Ja. Niemals! Ist das krass? Ist das krank? Hier kommt eine Münze, warte mal. Eine Münze kommt. Ich verstecke mich nochmal. Noch einer. Einer geht noch. Die Münze ist genau über mir. Wo ist die Münze? Komm her. Free Loot. Ich muss ihn anlocken. Jetzt muss ich wieder direkt in die nächste Zone und dann muss ich mich in den Busch setzen. Oder in den Baum. Die Frage ist, wo ist hier ein Busch? Also, so schwer soll das jetzt auch nicht sein. Und reingesetzt. Im Busch. Für den Moment sind wir erstmal sicher. Oh, warte mal. Ich glaube, es kommt sogar wer. Komm.
Doch nicht, er kommt nicht. Also das wäre natürlich ein perfekter Refresh jetzt gewesen, ne? Aber eigentlich bin ich so jetzt fein. Der Typ flext da wieder seine Edit-Skills, alles drum und dran, um sein Gebäude, in seinem Dach da zusammen. Der Typ rotiert, der Typ rotiert, der Typ rotiert mit den Edit-Skills. Oh mein Gott, come on, come on, Crow. Come on, come on, come on. Der ist schlecht, ich hol mir. Yeah! Yeah! Oh, du hast ganze Zeit deine Edit-Skills geflext. Ich war die ganze Zeit neben, ich habe ganze Zeit nur auf den Moment gewartet. Let's go. So, kleines Problem. Wir müssen jetzt weiter rotieren in die Zone. Er geht weg. Okay, egal, wir warten noch hier. Wir warten, bis die Zone kommt, dann gehen wir auch weg. Junge, als ob das funktioniert hat. Wie gut. Wo gehe ich als nächstes hin? Ich muss irgendwo hin, wo dieses Wasser ist. Es gibt ja keinen Wasserfall mehr, ist das Problem. Ich kann halt höchstens, ja, hier so irgendwie und mich irgendwie so hinsetzen oder so. Weiß ich nicht. Okay, jetzt brauche ich einen Busch. Ich weiß, wo einer ist. Unten in der Luke. Okay, warte, ich muss die ganze Zeit. Okay, ich pop eine Cola, ich hab einen Plan. Ich renne einfach durch jetzt. Boah, ich will doch nur Bushcamp Dad machen. Ach, ich werde die ganze Zeit ist so nervig hier in Deutschland, glaube ich, ne? Ich kann nicht Bushcamp Dad machen! Ich werde die ganze Zeit davon abgehalten. Und jetzt müssen wir uns einen Reboot-Van suchen. Wo ist einer drin? Pleasant Piazza. Das ist, glaube ich, der einzige, der noch drin ist. Oder? Nee, in der Höhle. Warte mal, ich habe eine Idee, Da müssen wir aber erstmal hinkommen, Freunde. Da müssen wir erstmal hinkommen. Der hat gerade jemand angeschossen. Aber ist egal. Oh, der ist hier vorne. Der ist direkt hier. Okay, wir hauen ab. Wir hauen ab, Freunde. Wir setzen uns direkt raus auf den Reboot-Van. Direkt drauf. Das wird er niemals checken. Oh mein Gott, da kommt einer. Wir sind auch mittlerweile im Endgame angekommen. Oh mein Gott, er checkt's nicht. Ist das eine krasse Taktik? Das fasse ich nicht, ne? Ich glaube, hier kommt keiner mehr. Okay, wir müssen Zone rein. Das macht keinen Sinn. Suche uns einen Spot in der nächsten Zone einfach. So. Kann er mich hier irgendwo so hinsneaken, dass es nicht so auffällt? Oben ist ein Gegner. Oben ist ein Gegner. Ein Busch drin. Er rennt durch den Busch bei mir. Kann ich hier irgendwie noch einen Busch oder so abgrasen oder keine Ahnung? Da muss es doch irgendwo jetzt einen Busch geben. Deswegen ist das Pad ist da ganz oben. So, noch kurz den Bushcamp Dad aktiviert. Ne, ich stand in an. Oh, ich hab einen! Wir haben einen Kill? Bro, komm ich am besten Outstorm W King, Bro. Geil. Wie unlucky das hier gerade ist. Aber hier ist nirgendwo irgendwas. Alles ist platt. Und nochmal fahr, wie es geht. Hier ist halt nix. Einfach im ganzen Umkreis. Da ist ein Baum. Aber ich muss halt wieder weiter rotieren. Da kann ich auch nicht ran. Ich kann einfach pushen. Ich berühre den Boden nicht. Ich bleibe einfach auf meinen gebauten Sachen. Ich sitze immer noch da drin. Wow! Spinnst du? Junge, was ist das für ein Turnier, bitte? Ist das krank? Da muss ich jetzt hinkommen. Oh mein Gott, mit dem Endgame. Oh mein Gott, Bro. Also, wenn ich da nicht sterbe, dann weiß ich auch nicht weiter. Also, wenn ich das jetzt überlebe, Freunde, dann ist es ein GG. Sag ich so, wie es ist. Geh jetzt auf den Reboot-Van. Wenn das klappt, ne? Zwei, überall sind Gegner. Nein, niemals. Ich bin nicht in der Zone, ihr habt recht. Da ist jemand im Busch drin. Pass auf, ich hab einen Plan. Erst einmal. Schade, nicht ganz funktioniert. Egal, und jetzt gehen wir in Zone. Erstmal in Zone, Freunde. Ab in den Busch. Oh mein Gott, ich hab jemand drin. Der hat nichts, der ist low. Der hat nichts. Der ist low. Der ist low. Und das ist der nächste Kill für uns. Der will auch direkt hin, Freunde. Das ist unser Loot. Ab jetzt gibt es keinen Reboot-Event mehr, der in Zone ist. Heißt, wir spielen jetzt nochmal im Solo-Cash-Cup. Come on, jetzt können wir Punkte machen, Freunde. Jetzt können wir Punkte machen. Ich einfach zu einem Baum. Kann ich jetzt irgendwie rein in den Baum? Egal. Ich hake ihn einfach nicht ab. Das zählt jetzt einfach. Ich stehe am Baum. Ich camp mich neben dem Baum hin. Und wenn ich rotiere, mache ich ihn einfach kaputt. Also was ist das für eine Challenge? Wie unlucky ich aber bin, dass ich von da oben nach hier unten muss und jeder so ein Paar ist. Da kann ich mich ja gar nicht links. Ich kann da niemanden abcampen. Wir gehen zum Baum. Hä, ich kann nicht mehr laufen! Ich hab irgendeinen Laufbug. Wie soll ich laufen? Ey, wow, ist so unfair. Der ist weit, den push ich. Wir haben den nächsten Kill. Ich fass das alles nicht mehr. Es läuft so unfassbar gut. Das läuft zu gut. Gerade. Wir haben unseren nächsten Kill, Freunde. Okay. Wenn es erfolgt. Okay, werden verfolgt. Gar nicht gut gerade. Aber es wird erstmal Medkit reingezwibbelt. Okay, ich muss Endzone jetzt. Ich muss mir jetzt einen holen. Ich gehe jetzt greedy rein, Freunde. Manche sagen zu greedy. Manche sagen Trials. Was sag ich? Ich sag Leben. Blue Life. Gib mir Blue Life. Bonus Challenge. Ich muss einen Kill holen irgendwie. Ich bin in Zone, glaube ich, oder? Ich kann mir sogar Medkit-Play hier machen. Okay, ich mache jetzt Medkit-Play. Ist irgendwo Loot? Wo ist der Loot? Storm Sickness? Ist das ein Outstorm? Siebter! Also, was war das für eine Runde? Ey, das war unglaublich. Egal. Nein, kommt noch einer. Nein, mach 31. Mach Friede. Nein. Er könnte nicht. Er ist ein Nichtsgönner. Er ist ein richtiger Nichtsgönner. Er verkackt. Nein, er hat die Ding. Nein! Mann, er hat die mythischen Sachen, er hat mich gesehen. Egal, wir haben 3 Kills gemacht in der Challenge. Kommen wir jetzt zur Auswertung dieses Videos. Auf dem 3. und somit letzten Platz bin ich mit 32 Punkten. Bisschen reingepopelt, aber ist in Ordnung. Auf dem 2. Platz kommt Trias mit 54 Punkten. Und als Gewinner geht diesmal Niklas raus, der 98 Punkte geschafft hat. In dem Sinne, Freunde, danke fürs dabei sein. Bis zum nächsten Mal und ciao.